Eine Trinkflasche aus Glas, die dank ihrer Stoffhülle nicht kaputt gehen kann. Eine ebenso einfache wie geniale Idee. Die hatte Agnes Ziegel-Ederweiß und das schon vor 25 Jahren. Damals gingen ihre beiden Kinder gerade in die Grundschule. Die Abfalleimer waren voll mit Einwegverpackungsgetränkemüll. Da haben wir gedacht, das ist ja schrecklich. Ja? Wieso denn jedes Getränk 0,3 Liter und dann wird es ein Tetrapack weggeschmissen oder Aludosen weggeschmissen. Und so ist eigentlich das entstanden. In Wittibreuth, mitten im Rottal, 10 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, hat die Firma ihren Sitz in einer ehemaligen Schreinerei. Ganz klein hat die Öko-Pionierin damals angefangen, nicht ahnend, dass diese Glasflasche mit dem Namen Emil ein Verkaufsschlager werden würde. Hat es eine Zeit gegeben, da ist die Firma wirklich zu schnell gewachsen. Ich kann mich erinnern, das war so in die 96, 94er Jahre. Da ist das plötzlich explodiert und ich habe mir dann entscheiden müssen, mache ich diesen Emil weiter, nebenberuflich, also neben der Schreinerei war das einfach nicht mehr möglich. Zwei Herren kann man schlecht dienen. Ein Produkt ganz und gar made in Bayern. Die Glasflasche stammt von einem Zulieferer aus dem Allgäu. Und in Wittibreuth bekommt sie erst eine dünne Thermohülle, dann einen hier genähten Stoffmantel. Ständig hat die Firmengründerin ihr Produkt weiterentwickelt. Mittlerweile beschäftigt sie 10 Mitarbeiter und verkauft 300.000 Stück pro Jahr. Immer mehr Kunden, auch außerhalb Deutschlands, entdecken die Glasflasche, die rund 16 Euro kostet. Nicht zuletzt wegen des Online-Shops. Mittlerweile arbeiten auch die beiden Kinder im Unternehmen. Sie wahren das Erbe und bringen frischen Wind in die Firma. Also mir ist einfach immer ganz wichtig, gesundes Wachstum, dass wir da mitwachsen. Und das hat ja unsere Mutter vorgelebt. Jeder achtet heute wesentlich mehr auf seinen Konsum und auf seine Ernährung, auf seinen bewussten Konsum auch für sich selber. Und das ist natürlich schon ein Megatrend, der uns letztendlich fürs Produkt extrem entgegenkommt. Dem Plastikmüll auch in Zukunft und wenn es geht auch noch stärker Konkurrenz zu machen, mit einer Glasflasche zum Wiederbefüllen. Das ist das Ziel dieses kleinen Familienbetriebs in Niederbayern.